Hey, willkommen zu einer Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute ist ein weiteres Video für euch. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es mal heute um die ganzen neuen Items bzw. Skins und Waffen, die morgen mit dem morgigen Update Fortnite Battle Royale hinzugefügt werden. Und ja, falls es euch gefällt, lasst mir ein Like, eine Pulswertung und ein Abo da. Und vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren und zu dem mit euren Freunden zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich viel Spaß im Video. Let's go! Und ja, Leute, wie schon gesagt, werde ich euch heute mal die neuesten Items, Skins und Waffen zeigen, die mit dem morgigen Update 5.2 am Dienstag hinzugefügt werden, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mit dem ersten Sache. Und zwar wird es eine neue Trap geben. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird eine neue Trap geben. Und zwar wird es eine Cage Trap sein. Es gibt auch von einem Reddit-User schon so ein Konzept, das schon relativ lange existiert. Und da kann ich hier nochmal ein kleines Bild einblenden. Und zwar ist es eine Bärenfalle, die auch in diese Richtung gehen wird. Also es ist eine Cage Trap, sie wird eine Falle sein, die euch einfängt und wahrscheinlich euch ein bisschen Damage zufügt und ihr aus dieser Falle wahrscheinlich ein paar Sekunden nicht rauskommt und euch Gegner somit abschießen könnt. Also wahrscheinlich so eine versteckte Falle, Leute. Wird auf jeden Fall relativ interessant, wie sie dann wirklich im Endeffekt aussehen wird und wie viel Schaden sie macht und wie lange sich sie euch halten wird. Und ja, das wird auf jeden Fall die neue Trap sein, die mit dem neuen Update morgen hinzugefügt werden wird, Leute. Wieso ich die Information weiß, fragt sich vielleicht eine von euch. Und zwar gibt es dieses Update schon auf Android und die Developer von denen, mit ein paar Developer konnten eben deshalb schon die neuen Items, ganz neuen Skins und so weit leaken. Jedoch gibt es ein kleines Problem auf Android und zwar können sie nicht Bilder exportieren, also wie die ganzen Sachen aussehen, zum Beispiel Cage Trap. Das wird man erst ab morgen erfahren, Leute. Aber wie gesagt, ich kann euch heute fast keine Bilder zeigen, nur zu einer Waffe kann ich euch dann noch ein kleines Bild zeigen, sondern kann ich euch hier noch wirklich ein paar Details geben und den Namen, Leute. Dann kommen wir gleich zu den nächsten Items. Und zwar handelt es sich hier um Forged Items. Und zwar sind die Forged Items konsumierbare Items, wie zum Beispiel der Apfel und der Pilz, der ja ab Season 4 ins Game hinzugefügt wurde. Und ja, auf jeden Fall wurden zwei neue Forged Items, so konsumierbare Gegenstände in Fortnite mit dem neuen Update hinzugefügt, Leute. Und zwar heißt der eine Hurt or Heal. Und der andere Movement Speed, Leute. Und kommen wir erstmal zum ersten Forge-Item, was hinzugefügt wird. Und zwar handelt es sich, wie schon gesagt, hier um Hurt or Heal. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Feigenkaktus werden. Und es wird bei diesem Item eine Prozentchance geben, dass er euch healt oder dass er euch Damage hinzufügt. Wie schon der Name sagt, Hurt or Heal. Also wie schon gesagt, es wird eine Prozentchance geben und entweder ihr werdet durch dieses Item geheilt oder ihr kriegt Damage durch das Item. Das wird natürlich so ein Item werden, was wahrscheinlich nicht jeder nimmt, weil wenn du low bist, hast du wahrscheinlich eine Chance, dass du verreckst dann durch dieses Item. Aber ja, wird auf jeden Fall ein Item werden, was mich relativ interessiert und ich frage mich einfach, wie das in der nächsten Zeit umgesetzt wird und wie viel Damage oder wie viel Heal das dann geben wird, Leute. Dann kommen wir noch zum zweiten Forge-Item und zwar handelt es sich, wie schon gesagt, um das ein Item, was euch Movement Speed gibt. Und zwar wird es ein konsumierbares Item werden. Und ja, mehr Details gibt es aber zu diesen Forge-Items noch nicht und ich kann euch noch keine Bilder zeigen. Und ja, würde ich mal sagen, kommen wir gleich mal zu der nächsten Sache, die mit dem neuen Update hinzugefügt wird. Und zwar wird es einen neuen Effekt geben. Und zwar gibt es einen neuen Tyro Glow Red Effekt bei den Golfcards. Und zwar werden dort, wenn ihr länger driftet, die Reifen einfach überglühen oder halt einfach rot angezeigt. Die werden einfach, verwandeln sich einfach in rot. Es wird einfach nur ein kleiner Effekt sein, um das ein bisschen besser darzustellen, könnte man sagen, um ein bisschen detaillierter zu machen. Und da ist wie schon nur ein kleiner Effekt und verändert wahrscheinlich nichts. Aber ist auf jeden Fall ein Effekt, der mit dem neuen Update hinzugefügt wird. Und ja, dann kommen wir nochmal zu den letzten zwei Oberthemen, die ich noch mit euch besprechen möchte. Und zwar ist das erste Oberthema die Game Modes. Und zwar wird es relativ viele Game Modes geben, die uns in der näheren Zukunft erwarten werden. Und zwar erstmal Steady Storm, Texas, V&V, also W&W, Bling, Dimos, Gameplay, Mutators, Impact und Sky Supply. Das sind die Game Modes, die derzeit in V.5.2 Patch derzeit drin sind und die auch gefunden wurden, also neue. Und der weitere Teil gibt es aber zu den Spielmodus noch nicht. Das ist wirklich eine Reihe an Spielmodus, die wahrscheinlich uns in der näheren Zukunft erwarten werden.
Und ja, das ist mit den Game Mods, Leute. Und dann kommen wir jetzt wahrscheinlich noch zum wichtigsten Überthema, was wir wahrscheinlich in diesem Video haben werden. Und zwar handelt es sich hier um die neuen Waffen, Leute. Ich werde euch mal drei Waffen aufzählen. Und zwar wurden drei neue Waffen gefunden. Und zwar erstmal die Break Barrel Shotgun, die Heavy Sniper und die Rail Sniper. Eine von kennen wir schon. Und zwar ist es die Heavy Sniper, die wirklich schon, glaube ich, schon eine Woche drin ist. Und auf jeden Fall. Heavy Sniper wurde auch schon besprochen, sie kann durch eine Wand schießen und hat ein paar Fähigkeiten, hatte für eine längere Nachladezeit und so weiter. Das sind Informationen, die wahrscheinlich eh schon jeder kennt, Leute. Aber ich habe schon noch zwei andere Waffen aufgezählt, und zwar erstmal die Break Barrel Shotgun und die Rail Sniper. Zu Break Barrel Shotgun habe ich noch ein kleines Bild, so wird die Waffe wahrscheinlich in Zukunft aussehen, wahrscheinlich ein bisschen verändert, aber wahrscheinlich so wird sie aussehen. Und die Rail Sniper, zu der gibt es aber noch wirklich keine Information, kein Bild. Das werden wir wahrscheinlich erst morgen erfahren, vielleicht durch andere YouTuber, wie die Buddy Zocken und so weiter, die das vielleicht eh leaken werden und so weiter. Aber zu diesem heutigen Standpunkt haben wir noch keine weiteren Informationen zu Rail Sniper und noch kein Bild, Leute. Daten dazu, wie viel Damage die macht und so weiter, wird es nicht geben. Wir kennen ja von Heavy Sniper schon den Schaden, irgendwie 175 Damage oder sowas um den Dreh. Und das mit den neuen Waffen. Wollte hier euch nochmal einen kleinen Überblick geben für die, über die neuen Waffen, die in Fortnite Battle Royale kommen. Ob die ganzen Items kommen oder nicht, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden, Leute. Es gibt natürlich Items, die hinzugefügt werden, Leute, aber die dann wirklich nie ins Game kommen, weil sie zum Beispiel nur ausgetestet werden, ob die gut ins Game passt und so weiter, Leute. Und ja, das war es dann mit den ganzen Kosmetik, die ich euch zeigen wollte. Es wurden natürlich auch noch ein paar Skins geleakt, aber zudem haben wir ja auch keine Bilder. Ich kann euch hier nochmal ein paar Namen einblenden, also alle Namen für die ganzen neuen Skins, die mit dem neuen Update morgen hinzugefügt werden. Natürlich werden dann morgen noch durch die Buddyzocken und anderen ganzen YouTubern ein paar Bilder zu diesen Skins kommen, also wie die aussehen und so weiter, Leute. Ich kann euch heute hier nur mal die ganzen Namen zeigen, wie die heißen werden, die ganzen Skins. Aber schon Bilder kann ich euch nicht zeigen, Leute. Und ja, sonst war es mal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Lasst mir mal ein Like, eine Postwertung und ein Abo. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Cheerio. Bye. Yo, I ain't here for the money. For you, come along and see it's true.